und ist in 4000 Stunden total restauriert worden. Er hat sogar einen internationalen Preis bekommen für die beste Restaurierung eines Oldtimer-Segelflugzeugs. Jetzt fliegen sie über das Restaurant rein und nachher tut der Pilot vom Schleppflüger ausklinken. Hinter dem Restaurant, jetzt über dem Restaurant. Wunderbar, sogar noch ein paar Meter Höhe gewonnen. Und von Nicolas Misteli von links nach rechts. Dakota C47. Jetzt hat das Fahrwerk draussen. Das ist ein Heckradflugzeug, das die normalen Räder unter dem Flügel ausfahren und einziehen kann. Das ist eigentlich das erste normale, ja, für die Strecke. Ohne dass man selber fliegt. Ausser eben mit dem Cabrio hier oben. Und jetzt haben sie die Gelegenheit, die Schneeberge als Hintergrund T16, ein Trainingsflugzeug für Fortgeschrittene. Jahrgang 1936 und er wird begleitet von zwei Bücker Jungmann. Da kommt der Daniel Knutti mit einem und der Daniel Ernst mit einem. Der Daniel Knutti, das ist der erste Bücker gsi, wo überhaupt der Luftwaffe verkauft worden ist. Jetzt kommen sie gerade über den Ecken vom Restaurant. Ich bin ein Herzblatt im Ding. Aber die Meisterhaftung, sie trainieren regelmässig. Früher schien es sogar eine Fünferformation gewesen, aber das haben sie das Jahr nicht mehr. Immerhin hat man mit dem Flüger schon 850 km weit fliegen. Hat zwei Gypsy 6 Motoren mit je 200 PS. Und er ist geflogen mit Wissair in Hübendorf, in Sonder- und Altenflieger. Die Trägerdreckung wird geflogen vom Pilot vom Flügermuseum. Wir müssen einmal googlen. Luftraum Süd in Ahlen, die hat über 100 flugfähige Oldtimer. Und Messerschmitt 109 überweist der Teufel, was alles für Flugzeug. Und er hat auch die Maschine im Griff und restauriert. Der Motor hat 9 Zylinder, das ist ein Sternmotor, also eigentlich die Hälfte von einem Motor. Die beiden Piloten sind hier Swissair-Piloten, die beiden sind der Kappa Ruppeiner ist bekannt worden, weil er als Erster die Idee hatte, dass man aus den Höntern, die das Ende gefunden haben. Der Hunter war einmal noch da vor 2 Jahren, aber jetzt gibt es keinen Schweizer Hunter mehr, der fliegt. Guten Abend.
Jetzt kehren sie hier auf der Luzerner Seite vom Stanzerhorn, beide wieder mit Rauch. Das hat man auch nachträglich eingebaut. Die Flüge sind auch in Amerika noch. Der erste Flug von diesem Flugzeug war in der Flugschule Genf. Das war einmal grün, nachher ein Breitling-Logo, dann privat verkauft. Der Cello Spring hat das Flugzeug selber mal 9 Jahre lang bewegt. Ist auf Holland geflogen, auf Deutschland, auf Frankreich, von der Fabrik in Wayne, Michigan. Und ist dann verkauft worden nach Coimbatore in Indien. In Indien hat es aber in seinem eigentlichen Verwendung. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mal eine kurze Durchsage. Und zwar haben wir in der Feuerstelle oben, die obere Feuerstelle, jemanden, der ärztliche Hilfe braucht. Ich wäre froh, wenn ich nachkomme. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist das Flugzeug zurückgekommen. Ein Helikopter kostet pro Flugstunde 6 Stunden. Jetzt von rechts nach links. Und jetzt wieder beschleunigen. Terrasse. Der blaue ist der Stinson und der rote ist der Travel Air. Das ist ganz ein seltenes Bild, wie die Flüger fliegen nur, wenn im Umkreis von 50 km kein Wasser gibt. Das ist, der Stinson ist von 50 bis 90 in einem Schuppen. Und dann aufwendig restauriert worden und hat im 98 seinen zweiten Jungfrau gemacht. Und der Travel Air, das ist ein sogenannter Barnstormer. Das heisst, der war Sprayflugzeug, ist aber am Wochenende von Hof zu Hof geflogen, von Farm zu Farm, um Passagierflüge machen und etwa die auch für den Film einmal durch einen Hangar durchgeflogen. Travel Air alle modernen Instrumente ausgebaut und alle Originalinstrumente wieder eingebaut. Auch alle Lederarbeiten wieder vom Stanzerhorn. Es ist sehr schwierig, die Piloten zu überzeugen, dass sie ihre Flüge aus dem Hangar nehmen und da hochkommen. Eben vor allem wegen dem Wetter. Also, man kann also für einen normalen Diesel. Jetzt kommt er übers Restaurant hier, links nach rechts, mit Rauch, dass man es besser sieht. Wunderbar, auch 11,5 Liter Hubraum und 400 Liter. Kommt er von rechts nach links, dann ist auch. Steilste Pisten in Himalaya unerreicht. Also es hat nie einen Nachbau gegeben oder irgendetwas Ähnliches, außer natürlich das gleiche Flugzeug noch mit einer bitteren Turbine, wo dann einfach der Spitzenflieger über 2 Meter Länge. Nach links. Nochmal der P2 mit dem Rolf Bläsi
wurde. Das Flugzeug sieht ähnlich aus wie die berühmte Very Easy von der Wutan, ist aber um 30% besser in der Reisegeschwindigkeit und in der Reichweite, dank der hohen aerodynamischen Güte von der, für das Flugzeug. Dort hat es Leute drin aus der Luftwaffe, aus der Schweiz und Belgien, aus der Rega, aus der Lufthansa und Columbia. Vertol 107 kommt von links nach rechts das erste Mal offiziell in der Schweiz vorgeführt an einer Flugvorführung. Geflogen von Markus Berger und von Bruno Inderbitzin. Fast 2 Jahre lang durch meinen Gründerbruder, den Jürg Balziger und mich, beharkt und bearbeitet und gefragt. Und dann ist das Flugzeug ist immer, immer im Ausland gewesen, weg. Aber der grosse Vorteil ist, die Basis von dem Helikopter ist nur ein paar Kilometer von da. In Haltung kommt bei Küsnacht am Rigi. Das ist über 60 Jahre. Bis 17 Passagen. Verrückter ist ja, dass wir 2 Jahre durchgehend sind. Das erreichen, dass wir das Flugzeug zeigen dürfen. Das ist ein ganz fantastisches Flugzeug. Für die Piloten ist das natürlich ein fantastisches Heimspiel. Die so in Chile geflogen sind und in Portugal und in Mazedonien und Griechenland, überall wo die Felder brennen. Und immer haben sie Hilfsleistung und jetzt geht es mal als Swiss Air DC-3. Kommt jetzt von links nach rechts auf die Bäckerierseite mit Vollgutzi. Der Hans-Jürg Herzog. Mit dem Silbrigen jetzt total überholen lassen. Er hat es unbedingt auch fliegen und hat mit denen seine Lizenz gemacht auf dem Flugzeug. Und fliegt das auch selber. Es ist stationiert in Grenchen. Hauptflug auf London. Und in Europa war das Flugzeug ziemlich bekannt gewesen. Und es ist schön, dass wir in der Schweiz immer noch eins haben in der Swissair-Farbe. Und dass wir das auch regelmäßig sehen an den Airshows. DC3 wieder von links nach rechts, von Bäckerien Richtung Sarne. US Air Force, nach dem Zweiten Weltkrieg privat und dann an eine Oil Company. Diverse Besitzer bis 1970. Der Lord Hamilton hat das geflogen am 1000 Air Race in der Mojave-Wüste. Er hat einen Kühlschrank.
wo nicht nur Aufstandmotoren laufen, hat Teppich am Boden, eine Viertelstunde lang einfach das fantastische Flugzeug vor, das in der Schweiz noch praktisch niemand in der Luft gesehen hat. Eine oder drei existieren. Sie sind so dickerig am Schluss, dass sie daher fliegen, dass sie heute Morgen am 10 Uhr, als ich telefoniert habe, schon Cockpit gehockt sind und einmal geübt haben. Mensch, frei, wie geht es dir nach der Stanzrunde? Ich bin erschöpft, aber ich habe gar noch nicht begriffen, was jetzt ist. Jetzt bin ich pensioniert, definitiv. Aber du hast jetzt das wie manchmal gemacht, am Stanzrunde? Siebenmal. Und heute ist doch, muss ich sagen, wahrscheinlich... Ja, ist ein bisschen wehmütig, aber ich bin auch ein bisschen froh, dass ich nicht mehr so viel Papier kriegen kann, monatelang. Briefing von Piloten, wo ich könnte raufkommen. Und Bilder anschauen, dann habe ich endlich Zeit, um mal die Album anschauen von hier oben. Oder? Was war die grösste Challenge dieses Mal? Also das Wetter sicher schlecht. Ja, ich hatte jetzt halt doch etwa 5 Flüger nicht gehabt. Gute, sehr gute Flüger, die ich gerne gehabt und die sind nicht gekommen, aber ich habe wenigstens die paar Perlen sind noch da gewesen. Oder? Was war für dich persönliches Highlight gewesen? Ja, der eindeutig. Ja. Weil an dem habe ich so lange gearbeitet und der Wertol auch. Weil der Wertol, habe ich das Gefühl gehabt, der hat in der Schweiz eigentlich gar noch nie mehr gesehen in der Luft. Und der hat so schön angehalten, dass wir auch ein Fotos machen können. Es ist ja für die Leute eigentlich gemacht, nicht für mich, zur Belustigung. Und der Invader ist so schnell, da weisst du nicht, ob jeder eine gute Foto hergebracht hat, oder? Das Ganze hat ja angefangen, also Verbindung mit dem Stanzrohr und dir, glaube ich, mit der Supergoni mal genau, umgeflogen genau. Bist, oder? Ja. Wie der Willi Althaus, der seine Zeit den Job gemacht hat in der Koni, ist nach der Pensionierung bei der SBB da raufgekommen, als Gästebegleiter auf dem Bändli. Und der hat mich dann einmal da raufgebracht und da habe ich gesagt, da könnten wir mal mit der Koni vorbeifliegen. Und dann hat man mit dem Jürg Balziger zusammen mal gesagt, ja, was man mit der Koni kann, könnte man ja auch mit anderen fliegen. Und so hat das angefangen. Okay, und jetzt ist es doch leider fertig. Ja. Bedauerst du das auch sehr, wie alle, die jetzt heute da waren? Ja, ich bedauere es vielleicht ein bisschen wegen der Begründung, dass man eigentlich das mit der Nachhaltigkeit, das hat für mich nicht gezogen, das hat nichts mit dem zu tun, aber dass man sagt, man sollte in einer Unternehmung alle 7 Jahre Ideen überdenken und etwas Neues machen. Da sehe ich einfach keinen Grund. Etwas, das toll funktioniert, wo alle Freude haben, das könnte man jedes Jahr machen. Gibt es irgendeinen anderen Berg in der Schweiz, wo man so etwas machen kann? Also ich weiss eigentlich keinen, weil der Höhekasten hat schon zweimal probiert, ist nicht gegangen, wegen dem Wetter zum Teil. Er hat sehr limitierte Parkplatzmöglichkeiten unten dran. Und da muss auch das Management mitmachen. Die haben immerhin das Briefing an mich offeriert, mit Frauen, mit Nachtessen, mit Gratisfahrten, auch für die Familie. Und ich weiss nicht, ob es in der Schweiz noch einen Berg gibt, der sich eignet. Auch der Niesen zum Beispiel ist viel zu flach. Dort musst du zu weit weg, dass du die Höhe hast. Und andere Berge, die auch Interesse hätten. Oder? Ich will nicht hausieren und sagen, bei euch könnte man das auch machen. Es ist sicher irgendetwas im Tun, da gehört man schon solche, die schon auf der... Also wenn sich jetzt irgendein Gipfel würde bei dir melden, du hast alle Kontakte zu diesen Piloten. Ich würde schon mal diskutieren, aber okay. Man müsste einfach mehr... ich müsste noch einen Adjutant haben oder einen, der mir hilft, vor allem mit so Computerzeugen. Wenn man Startlisten, ich habe jetzt etwa 8 verschiedene Startlisten daheim, ich weiss bald selber nicht mehr, weil ich die soll benamsen, dass ich noch weiss, das ist die letzte, die gilt, oder? Ja. Und jetzt heute hat ja der Mustang noch im allerletzten Moment abgesagt, dann hat wieder alles nicht gestimmt. Aber es war ein gutes Meeting mit sehr schönen Flügern. Mal, was machst du jetzt? Jetzt tue ich dann mal ausruhen, morgen ausschlafen, dann habe ich noch eine Woche lang die Kinder von Amerika und nachher habe ich dann die Terrasse und die Irma hat auch eine Terrasse und wir tun jedes immer schön spritzen und peppeln und machen und
vielleicht mal ein Wochenende irgendwo in einem Hotel in der Schweiz. Dampflöckchen fahren am Brünig am nächsten Sonntag, Spiezerli fahren auf dem Thunersee. Alles so, einfach kleine Erlebnisse, so, ohne selber etwas organisieren. Okay, prima. Danke vielmals, bitte, dass es nochmal geklappt hat und ja. Alles Gute. Okay, danke.